In diesem Video werden wir ein paar Tricks mit Alltagsgegenständen machen. Und nach diesem Video könnt ihr sie auch direkt nachmachen. Und somit hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie. Worum geht's in diesem Video? Egal ob Specials, Produktvorstellungen, Fidget Spinner oder Rubik's Cube, das alles ist Sonstiges und vieles mehr. Bei Sonstiges landen alle Videos, die nirgendwo reinpassen. Jamie, erklär mal, was denn heute nun so alles los ist? Wir haben hier auch noch ein Paket und aus diesem Paket werden wir die Gegenstände nehmen und mit dem die Zaubertricks machen und sie euch erklären. Genau. Und das Erste, was wir machen, ist erstmal dieses Paket aufzumachen. Und das darfst du einmal machen. Und wir sind sehr gespannt, was da drin ist. Dann wir holen gleich einfach die Sachen erstmal raus und legen sie alle auf den Tisch. Wir legen die alle auf den Tisch und dann arbeiten wir das nacheinander durch. So. Und zwar haben wir hier einen Lego-Drucker. Ja, den kann man aufbauen. Von MyQ. Ja, von MyQ. Zusätzlich haben wir hier so welche Kameraabdeckungen. Wofür sind die geeignet, wenn manche zum Beispiel denken, dass die Kamera noch an ist von ihrem iPad oder Handy und, sag ich mal, nicht dadurch beobachtet werden wollen, können das hier einfach zuschieben und dann ist alles wieder in bester Ordnung. Dann könnt ihr es aufschieben, wann ihr wollt. Und ja. Hier in dieses Ding kann beispielsweise eine Karte oder ein Schlüssel oder sowas dranhängen. Das ist für die Firmen gut, wo man den Drucker mit dieser Karte dann anmachen kann, damit der Drucker weiß, okay, jetzt hat sich hier Jamie angemeldet. Aber sogar manche Leute kommen ja sogar nicht in die Firmen rein, sondern müssen dann ihre Karte davor zeigen und dann können sie erst reingehen. Genau. Weiter geht's, würde ich sagen. Was haben wir noch? Wir haben hier diese Dinger noch drin. Das sind die gleichen wie hier. Und Knallfolie. Wir haben die Knallfolie, ganz wichtig, und Stifte. Wir haben hier auf diesem Stift, wer hat es gesagt, auch MyQ drauf. Und auch auf diesem Ding hier haben wir von MyQ drauf. Auf dem hier haben wir auch MyQ drauf. Ganz fertig. Dann, wenn wir das Ganze rausholen, steht man hier MyQ und hier ist einfach nur ein Q. Genauso wie hier auf der Packung. Natürlich immer mit dem Firma-Logo. Und jetzt wollen wir uns mit diesen ganzen Dingen mal beschäftigen und ein kleines Zaubertrick, eine kleine Zaubertrick-Show machen sozusagen. Ja. Wir fangen einfach direkt an, ich würde sagen, mit diesen Dingern, genau. Ja, die packen wir erstmal aus. Genau. Und dann werden wir die gleich an unser iPad machen. Ihr werdet es sehen können von dieser Kamera. Und dann werden wir einen Zaubertrick machen. Dann werden wir einen Zaubertrick machen, einen sehr coolen, ja, hoffentlich. Und das hinterher auch einblenden. Und dann auch noch hinterher erklären und auch einblenden, was genau wir über das iPad machen. Ja. Und zwar haben wir das jetzt hier. Und dann nehmen wir das ganze Teil einmal ab. Und mit diesem kleinen Teil machen wir jetzt folgenden Trick. Jetzt würde ich sagen, wir lassen den Julian mal wieder herzaubern, ne? Und da sind also zwei drauf. Und wie man diesen Zaubertrick jetzt nachmachen kann, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Kommen wir zum nächsten Objekt. Genau, das ist ein einfacher Stift. Und ich fange einfach mal an. Und zwar, wir haben diesen Stift. Und pass gut auf. Genau, mit diesem Stift können wir noch was machen. Das zeigen wir euch jetzt. It's magic. Und wie ihr auch diesen Zaubertrick machen könnt und auch meinen Zaubertrick, das werdet ihr auch noch am Ende des Videos erfahren.
Und welchen Trick ihr mit diesem Gegenstand machen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Denn ich habe hier eine Karte. Und es passt gut auf, was passiert. Wo ist die denn hin? Ihr erfahrt am Ende des Videos, wie dieser Trick auch geht. Genau. Okay, dann haben wir hier noch einen Drucker. Diesen Lego-Aufbaudrucker. Ja. Und zwar mache ich das mal auf. So. Und hier haben wir die ganzen Teile mit Anleitungen drin. So. Das hier, das packen wir kurz beiseite. Aber dieses Aufbauen, weiß ja jeder, dauert viel zu lange. Ich würde mal die Lego-Teile auch noch rausholen. Ne? Okay, machen wir. Okay. Dieses Aufbauen dauert einfach viel zu lange und deswegen It's Magic kommt jetzt. Anleitung braucht man nicht. So. Denn, ja, wir haben jetzt hier die ganzen Lego-Teile und jetzt stellen wir einmal das Teil hier da vor. So. Und tada, schon ist der Drucker aufgebaut. So sieht er aus. Wie das geht, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also, ja, genau. Also, jetzt machen wir erstmal die anderen Tricks. Kommen wir zu den Auflösungen. Also, den iPad-Trick haben wir folgendermaßen gemacht. Und zwar ist hier dieses kleine Teil. Ich nehme es nochmal ganz kurz ab. Das ist das kleine Teil. Und das kann man hier auf und zu schieben, das Teil hier so. Und das Loch hier muss direkt hier über die Kamera zeigen. Ohne irgendwie großen Rand so. So habt ihr das dann hier drauf. Tada. Und dann könnt ihr hier das immer auf und zu schieben. Und wenn wir jetzt das Video machen, in dem Fall haben wir es so gemacht, dass ich dann weggegangen bin und Jamie sich bei mir hingesetzt hat. Und dann haben wir das hier wieder aufgemacht. Und somit war die Kamera wieder frei. Und das ist der ganze Trick. Und dann könnt ihr es wieder zuschieben, Plätze tauschen, wieder auf. Genau. Oder solche Sachen. Und dann haben wir, während das schwarz war, haben wir dieses ganze Schwarze rausgeschnitten. Das sieht man natürlich dann nicht, sodass das Ganze dann schneller geht. Sodass es dann irgendwann sowas wird. Und dann sind wir da. Dann ist das einmal gewechselt. Dieser Trick ist nicht für die Bühne geeignet, sondern für Instagram-Stories und Snapchat und so. Und WhatsApp, wo ihr eure Freunde veräppeln wollt. Bei diesem Trick haben wir hier einen Stift. Den haltet ihr an die Nase. Und das fahrt ihr mit eurer Hand so hoch. Was eigentlich passiert ist, dass der Stift hier so bleibt. Das heißt, von so sieht das Ganze dann so aus. Zack, so in der Art. Dann haben wir diesen Stift hier in unserer Hand. Und jetzt habt ihr hier euren Mund und ihr beißt auf den Stift hier einfach schon rein und fordert mit der Hand so runter. Sodass das dann in Real Life, zack, so aussieht, als wenn du das wirklich in die Nase machen würdest und dann aus dem Mund wieder raus. Das hat man natürlich als Attacks-Gegenstand, das hat man einfach mal so zu Hause liegen, so ein Stift, ist ja komplett klar. Und jetzt kommen wir einfach mal zu Julians Stifttrick. Und zwar der Stifttrick mit dem Schwebeeffekt. Da ist jetzt kein Stift zu sehen, sollte es nicht zu sehen sein, aber ihr könnt damit trotzdem diesen geilen Effekt erzielen. Erzielen. Und zwar habt ihr hier diesen Papierknüttel. Da macht ihr so, sag ich mal, so eine Kuhle so rein, dass ihr da mit dem Stift reinfahren könnt. Dann steckt ihr diesen Stift hier rein, macht das hier so noch ein bisschen drum. Und dann, wenn ihr das gerade haltet, so dass der Stift nicht gesehen wird, sieht es eigentlich so aus, als wenn ich schweben würde. Jetzt sieht man natürlich, dass ich hier hinten was festhalte. Also könnt ihr das hier hinten dran klemmen, den Stift zwischen euren beiden Händen festklemmen, also ungefähr so. Und dann, dann könnt ihr einfach die Hände aufspreizen und dann sieht es wirklich so aus, als wenn es schweben würde. Nur ihr müsst aufpassen, dass es nicht so wie bei mir ist, dass das hier so ein bisschen runterrutscht. So. Genau. Beim nächsten Trick, da haben wir natürlich dieses Ding hier. Genau. Ganz klar. Da packt ihr eine Karte dran. Ihr macht vorher ein Loch in die Karte und das packt ihr dann hier so dran. Da könnte man natürlich noch Schlüssel und sowas dran packen, um den verschwinden zu lassen. Das war jetzt nur so ein Beispiel, weil ich ja das gerne mit Karten mache und mit Münzen geht das nicht so gut.
Deswegen macht man das dann hier so ran, hat man diese Karte hier und dann klemmt man mit diesem Ding hier das an hier die Hose dran. Da habe ich jetzt schon eins. Dann könnt ihr das Ganze so hochziehen, das Band verdecken mit eurem mit eurem Arm. Hier ist das Band, das sieht man nicht so gut, weil ich ein gelbes Pullover anhabe. Und dann könnt ihr das einfach loslassen und es verschwindet oder man kann ganz andere Effekte noch draus machen. Das könnt ihr euch dann aber selber überlegen. Genau. Jedenfalls dieses, wenn ihr Eltern habt, die so, sag ich mal, in einer Firma oder so arbeiten und die haben so eine Karte, haben sie bestimmt auch so ein Gerät, da entweder ihr bestellt euch noch eins oder ihr borgt es einfach mal aus. Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Effekt. Der nächste Effekt ist ein Kameratrick. Das heißt, den haben wir eigentlich mit Kamera gemacht. Also, dieser Trick kann man auf verschiedene Weise den so machen. Manche Leute können es bestimmt auch ohne Kamera, aber wir haben es mit Kamera gemacht. Und zwar hole ich mal ein paar Lego-Teile hier her. Genau, denn wir haben schon einen fertigen Drucker, den hatten wir schon oben da. Zumindest in Papas Arbeitszimmer. Dann haben wir hier noch ganz viel anderes Lego von diesem anderen und dann haben wir das einfach nur ausgetauscht. Wenn man viel Geduld hat, kann man das aufbauen und dann das so als Kameratrick machen. Und ja, dann haben wir uns an die gleiche Position wiedergestellt. Ja. Und ja. So durfte halt dieses Teil hier nicht bewegt werden. Genau. Wir standen das davor und wir machen alles zu einem ganz großen Haufen. Stellen das dann davor, so dass man es eigentlich nicht sieht. Jetzt sieht man es hier, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, das ist nicht so schlimm. Zack. Jetzt merken wir uns, wie wir uns gesessen haben. Julian mit beiden Armen unten oder oben, muss er sich überlegen. Jetzt oben. Ich auch. Jetzt tauscht Julian das Lego aus. Nimmt den Drucker. Genau. Schiebt das Lego schön beiseite. Genau. Immer gucken, dass es stehen geblieben, dass es stehen bleibt. Ich habe es jetzt gerade aus Versehen bewegt. Und packt ihr das hier so weg, sodass es auch wirklich nicht mehr irgendwie auf der Kamera ist. Mhm. Das hier ist das iPad. Dann könnt ihr den Drucker einfach hier hinterstellen. Zack, macht die eure Arme wieder genauso. Und dann, zack, der Drucker ist da. Ja, aufgebaut. Und wir können uns den Drucker noch mal ganz kurz angucken. Also auf den ersten Blick erkennt man wirklich nicht, dass es Lego-Steine sind. Denn das sieht eigentlich ganz cool aus. Und zwar hier vorne dann noch mit diesem Gerät von MyQ. Wenn ihr euch jetzt fragt, was MyQ ist, wir können ja mal ganz kurz zur Website gehen. Und das Coole ist, man kann bei der Website sogar noch ein cooles Spiel spielen, was auf PC sehr viel Spaß macht. Also, wir gehen mal auf die Homepage von MyQ. Genau. Und zwar gebt ihr da, ihr seht es jetzt auch eingeblendet, gebt ihr myq-solution.com ein. Und das hier ist eine Software und eine Webseite für Drucker und Kopierer, womit das Arbeiten leichter fällt. Und in der Videobeschreibung die Links, wenn ihr davon mehr erfahren wollt, könnt ihr euch einfach die Links reinziehen, anklicken und so weiter und so fort. Hier unten ist auch noch ein cooles Spiel mit einem Superhero. Wir können es einmal ganz kurz testen. Wir klicken da einmal drauf. Jetzt müssen wir hier diesen Haken einmal anklicken. Das heißt, einmal hier anklicken, dann kann man auf Start drücken, damit wir jetzt spielen können. Es lädt ganz kurz. Genau. Die Steuerung ist vielleicht etwas komisch. Beim iPad ist das ein bisschen anders und nicht so leicht spielbar, aber beim PC macht das sehr, sehr viel Spaß. Und zwar, wenn ihr hier gegen die grünen Dinger kommt oder generell gegen irgendwelche Dinger kommt, dann seid ihr ganz kurz weg und dann müsst ihr warten, bis ihr wiedergefunden werdet hier. Also in diesem Spiel schließt ihr diese Software auf diese Kopierer und Drucker und dann sind die mit dieser Software ausgestattet. Genau. Und ihr könnt das Spiel auch gerne mal ausprobieren. Das war's dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet viele und coole auch Tricks lernen. Ihr könnt euch die Gegenstände auch selber kaufen. Ich meine, so ein Stift hat jeder zu Hause. Und ihr könnt euch diese Dinger hier bestellen, damit ihr auch diesen Trick machen könnt. Es gibt das auch manchmal in Zauberkästen, aber... Genau. Man kann natürlich diesen Trick auch mit ganz vielen anderen Gegenständen machen. Wir haben das jetzt in dem Fall gemacht mit dem MyQ-Kopierer, weil wir das einfach mal cool fanden. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Ciao! Ciao!